Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie im Namen der Forschungsgesellschaft Die Akronauten und der Regionalwerft AG Freiburg sehr herzlich zur Abschlusskonferenz zum Forschungsprojekt Richtig Rechnen in der Landwirtschaft. In diesen 10 Jahren wurde aber immer klarer, dass die bloße Berichterstattung in Form eines Nachhaltigkeitsberichts nicht ausreicht. Die reine Berichterstattung parallel zur gewohnten Bilanz mit den monetären Geschäftsergebnissen ist ein stumpfes Schwert und ohne große Wirkung auf die betriebliche Praxis. Die Erkenntnis war, erst wenn nachhaltiges oder nicht nachhaltiges Wirtschaften sich direkt im gewöhnlichen Geschäftsergebnis in Zahlen niederschlägt, wird sich die betriebliche Praxis ändern. Das nun zu Ende gehende Forschungsprojekt ist ein Meilenstein auf diesem Weg. Das zentrale Ziel des Projektes Richtig Rechnen in der Landwirtschaft ist die Sicherung der Existenz landwirtschaftlicher Betriebe auf der Basis eines erweiterten Leistungsnachweises. Wir sind der Überzeugung, dass wenn landwirtschaftliche Betriebe genau aufzeigen können, was sie geleistet haben für den Erhalt und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, für die Weitergabe des Wissens für die Sozialgemeinschaft, dass dann die Voraussetzung gegeben ist, dass sie dafür auch einen finanziellen Leistungsausgleich erhalten können. Und das schreit natürlich jetzt schon danach zu sagen, also schaut mal, wir haben ein Problem mit dem Artenschwund, wir haben ein Problem mit der agrarischen Produktion, wie sie derzeit läuft, und wir haben ein Problem, wie der Konsum aufgestellt ist. Das schreit ja nach einer gemeinsamen Ausformung dieser Politiken, das letzte Mal jetzt hier mein Dreieck, das schreit ja nicht danach zu sagen, also hier die Bauern sind schuld, die Konsumenten sind schuld, sondern das schreit ja danach, diese gemeinsame Verantwortung entsprechend auch zu adressieren. Und ich denke, mit Blick jetzt auf die aktuelle Diskussion sind wir leider da noch einen ganzen Schritt zu kurz gesprungen. Die Landwirtschaft muss deutlich nachhaltiger wirtschaften, und das heißt aber, sie kann dies nicht bei den aktuellen niedrigen Preisen, die es für Milch, Gemüse und Fleischprodukte gibt. Und das heißt aber auch, wenn man nachhaltiger arbeitet, das ist nicht nur Weglassen von chemischen Dünger und synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Nachhaltiger ökologischer Landbau erfordert Wissen und ist aufwendig. Und ich würde Ihnen jetzt genau erklären, wie wir zu diesem Ergebnis, wie wir zu der Auswertung der Betriebe kommen. Der erste Schritt am Anfang des Projekts oder auch während des Projekts war, sich zu überlegen, welche Leistungen könnte es denn geben. Also es wird oft über die Leistung geredet, selten aber wirklich konkret darüber, was ist denn jetzt genau die Leistung. Und dann war es so, dass wir zu Beginn des Projekts einen Fragenkatalog erstellt haben und mit dem in das Projekt gestartet sind. Dazu nachher aber noch mehr. Der zweite Schritt ist dann die Aufgabe des Betriebs. Er muss die Daten, die wir erfragen, ausfüllen. Das können wir nicht für den Betrieb machen. Das wurde von den 4 Betriebsleitern im Endeffekt zu uns geliefert. Wie Jürgen eben schon gesagt hat, ist der dritte Schritt dann die Bewertung dieser Leistung und zu guter Letzt die Monetarisierung der Leistung. Das ist so die Abfolge. Ich gehe jetzt gleich noch detailliert auf die einzelnen Punkte ein. Insgesamt kommen wir auf eine Gesamtleistung der 4 Betriebe von ca. 400.000 Euro. Die stärkste Leistung liegt bei Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität, und interessanterweise ist es auch so, dass in allen diesen Aktionärspoker, oder wie wir es genannt haben, wo wir die Gesellschaft gefragt haben, was ist euch wichtig, waren diese Bereiche auch immer am stärksten besetzt. Das heißt, die Leistung entspricht der Forderung der Gesellschaft. Wenn diese 400.000 Euro, die geleistet wurden, Teil des Umsatzes der Betriebe wären, würde die Leistung 10,2% des Betriebs ausmachen. Also wenn man ihnen diese 400.000 Euro geben würde, allen zusammen, wird ihren Umsatz circa um 10% steigern. Es ist nicht so, dass die Zahlen, die diese 10% vom Umsatz, ein unrealistischer Wert sind zu bezahlen. Also vielleicht sage ich die Rechnung doch einfach kurz. Die deutsche Landwirtschaft macht jedes Jahr 38 Milliarden Umsatz und 10% davon wären 3,8 Milliarden. Und die deutsche Subvention jedes Jahr sind 6,6 Milliarden, also fast das Doppelte davon. Das heißt, eigentlich könnte man den Betrieben bis zu 20% ihres Umsatzes geben. Das heißt, die 10% Mehrwert sind keine Leistung, die nicht bezahlt werden kann, aus den bereits existierenden Töpfen. Es gäbe wahrscheinlich eine sehr, sehr starke Umverteilung, wenn man das nach dieser Methode machen würde, wenn die Fläche keine Rolle mehr spielt oder keine große Rolle mehr spielt, sondern die vorhin genannten Themen.
gäbe es sicher eine starke Umverteilung, aber es ist nicht so, dass zu wenig Geld da ist. Wir wollen dies in das Rechnungswesen mit einbeziehen, um die erarbeiteten Ergebnisse in der Nachhaltigkeitsrechnung, sprich G&V, gut zu schreiben und auszuweisen, sowie in der Nachhaltigkeitsbilanz darzustellen. Was wir aus diesem Projekt herausgehört haben, entsteht Arbeit. Wir haben immer über Erfassung gesprochen und das möchten wir eigentlich mit diesem Rechnungswesen, so wie ich es ganz kurz und knapp erläutert habe, so viel wie möglich über dieses Rechnungswesen zu erfassen, damit eben nicht mehr Aufwand entsteht, sondern mehr Ertrag in Form von realistischen und gerechten Daten, so wie sie entstanden sind in diesen einzelnen Betrieben. Ähnlich sind dann auch noch die Erkenntnisse aus der Probung eines partizipativen Vorgehens bei der Entwicklung der Richtig-Rechnen-Methode zu verstehen. Wir haben am Beispiel der Zusammenarbeit mit Aktionärinnen und Aktionäre der Regionalwert AG meines Erachtens hier Pionierarbeit geleistet. Pionierarbeit, die Einblicke in Fragen ermöglicht, wie zum Beispiel, welche Bedeutung hat eine partizipative Entwicklung eines monetären Berichts- und Wertesystems und wie kann so etwas erfolgen? Richtig Rechnen 2 hat gezeigt, dass die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema Monetarisierung, das kollektive Bewerten von Tätigkeiten, die eine positive Wirkung für Umwelt und Gesellschaft haben, das gemeinschaftliche Verständnis für solche Prozesse und Anliegen in einer Region stärken kann. Es ist zwar mühsam, in diese Zahlen und Details einzusteigen, aber letztendlich ist es die einzige wirkliche vernünftige Basis, um diese ganzen Leistungen, die mir wichtig sind in der Landwirtschaft, auch in der Zukunft irgendwie machen zu können und dem wieder einen Wert geben zu können. Wenn jetzt die Situation kommt, dass man für solche Leistungen einen Ausgleich bekommt, wo man ihn vorher nicht hatte, ist das ja eigentlich auch von Vorteil. Also man macht das für die Gesellschaft sozusagen und für die Natur. Das regionale Punkt ist wichtig und für mich als Betrieb hat es natürlich auch einen Sinn, wenn ich da einen Ausgleich für bekommen könnte. Wenn ich mich halt adäquat um den Boden kümmern möchte, diesen Wert kann ich im Prinzip nicht heute in die Preise, das bekomme ich nicht in die Produktpreise integriert. Das heißt, ich muss schauen als Betrieb, dass ich quasi andere Quelle finde, wo die quasi diese Arbeit halt finanzieren. Und ich sehe das halt als eine gesellschaftliche Aufgabe. Also das muss also in Kooperation halt im Prinzip mit der Gesellschaft passieren, weil das ist ja etwas, was übrig bleibt halt nach dem Betrieb. Dann kann es uns nicht schnell genug gehen, dass wir das wirklich in die Tat umsetzen, dass wir sozusagen konkreten Geldfluss zustande bringen. Das gibt uns einfach als Betrieben die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie wir es für richtig halten und wie es langfristig dann auch gesellschaftlich sicherlich notwendig sein wird. Auch im Betrieb, also jetzt nicht nur der monetäre Support, sondern auch das Auseinandersetzen mit diesen Fragestellungen insgesamt und diese ganze Erhebung und alles löst auch im Betrieb etwas aus, wo sich mehrere Mitarbeiter außer mir noch drüber Gedanken machen und dann einfach Handlungsweisen hinterfragen und Einkaufsverhalten hinterfragen und alles, was damit einhergeht. Und das ist auch für den Betrieb letztendlich ein Wert, der da entsteht. Noch ganz kurz ergänzend dazu. Ich finde diesen bisschen pragmatischen Ansatz, den ihr da habt, dass ihr einfach mal einen Nagel einschlagt an einer Stelle und sagt, hier ist unsere Linie, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sonst kommt man nicht weiter. Man braucht das mal als Punkt. Von dort aus kann man dann auch diskutieren, gemeinsam und gesellschaftlich, weil sonst kommt man nicht weiter. Das ist die Natur da draußen, das lässt sich in Zahlen nicht abbilden. Oder das Zusammenspiel zwischen Natur und Gesellschaft, schon gleich gar nicht. Also da wird man sich nie einig bis auf die letzte Kommastelle. Da muss man mal anfangen, sonst kommt man nicht weiter. In dem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank.